oberhalb von Eriwan erinnert ein kolossales Mahnmal an die Ermordung von 1,5 Millionen Menschen. Das ganze armenische Volk sollte in den Jahren 1915 und 1916 ausgerottet werden. Eine Flamme ist Symbol, dass dieses Volk weiterlebt. Dokumente und Fotografien bezeugen diesen Völkermord, organisiert vom Osmanischen Reich. Die armenische Frage existiert nicht mehr, verkündete dessen Innenminister bereits 1915. Und Adolf Hitler fragte seine Generäle: Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Hundert Jahre nach Beginn des Genozids veranstaltete die Katholische Akademie in Bayern eine wissenschaftliche Tagung. Sie widmete sich dem armenischen Leben im Osmanischen Reich und deutschen Augenzeugen der damaligen Deportationen und Morde. Der Erlanger Kirchenhistoriker Hadji Grafigaser erforscht die christlich-armenische Kultur. Die Osmanistin Elke Hartmann aus Berlin untersucht das Leben der Armenier im Osmanischen Reich bis zum Jahr 1915. 100 Jahre, mehrere Generationen nach dem Geschehen, fangen wir jetzt erst an, in den allerletzten Jahren, professionelle, wissenschaftliche Forschung, Aufarbeitung dieses monströsen Geschehens zu versuchen. Wenn man nun also sagt, wir wollen, wir wünschen, wir brauchen eine wissenschaftliche Aufarbeitung, dann ist es zunächst einmal notwendig, diese Ebene des politischen Diskurses und seine Logik zu verlassen und sich anzuschauen, welche Fragen haben wir eigentlich, wenn wir uns auf das ganze Dilemma und auf die Logik von Verleugnung und Beweisen wollen, gar nicht erst einlassen, sondern wenn wir das als gegeben annehmen, sagen, ja, wir wissen, es hat hier einen Massenmord gegeben und wie auch immer wir den bezeichnen. In analytischer Hinsicht gibt es keine andere Möglichkeit, als das einen Genozid zu benennen. Aber wer das nicht haben möchte, mag das von mir aus nicht haben, aber es ist zumindest ein Menschheitsverbrechen. Und als solches wollen wir verstehen, was sind die Hintergründe, was sind die Auslöser, was sind die Ursachen. Wie war der Staat und die Gesellschaft beschaffen, in der dieser Genozid stattfinden konnte? In welcher Situation haben sich die Armenier befunden, die betroffene Gruppe? Wie haben sie sich selbst verortet im Osmanischen Reich? Welche ideologischen Entwicklungen gab es? Welche wirtschaftlichen, gegebenenfalls Spannungen? Welche Rolle hat der religiöse Unterschied gespielt? Und so weiter und so fort. Es gibt Dutzende und Dutzende und Dutzende Fragen, die aber alle davon ausgehen, dass wir das Geschehen in seinen Kontexten, in seinen Zusammenhängen verstehen wollen und nicht beweisen in seiner Faktualität. Das muss der Historiker nicht mehr unternehmen. Der schneebedeckte Ararat liegt in Sichtweite der armenischen Hauptstadt Erivan und doch ist er für die meisten Armenier unerreichbar, denn die Türkei hat ihre Grenze zum Nachbarland abgeriegelt. Auf der türkischen Seite liegt das einstige Westarmenien. Kaum noch etwas erinnert daran, dass hier bis 1915 Hunderttausende Armenier lebten. Ihre Dörfer, Kirchen und Klöster wurden systematisch zerstört oder dem Verfall preisgegeben. Man muss dazu wissen, dass im Osmanischen Reich eigentlich ungefähr 90% der Armenier Bauern waren. Und 10% waren Städter, viele Handwerker, auch Kaufleute. Und damit war die Urbanisierungsrate unter den Armeniern schon höher als unter der muslimischen Bevölkerung. Und trotzdem muss man natürlich sich die armenische Gemeinschaft in erster Linie als eine ländliche Gemeinschaft vorstellen. Und man muss auch wissen, dass in den Städten, die es gab, armenisches Handwerk schon sehr sichtbar war. Und Armenier in bestimmten Berufen, gerade im späten 19. Jahrhundert, wo neue Berufe auch aufkommen, zum Beispiel die Fotografie, aber auch Anwälte, Ärzte, Armenier sehr präsent waren. In Konstantinopel kann man auf jeden Fall sagen, dass sie dort eine Elite gebildet haben. Die waren mehrsprachig und durch diese Handelsbeziehungen auch mit vielen, also Ländern vernetzt.
Sie waren in der Tat die gebildetsten Menschen, die ersten Ärzte des Osmanischen Reiches. Dazu zählen die Armenier, die im Westen studiert hatten. Damit bilden sie schon in diesem Sinne eine Elite. In der Hauptstadt des Osmanischen Reichs war 1914 rund jeder fünfte Einwohner Armenier. Hier in Konstantinopel feierte eine selbstbewusste armenische Gemeinde ihre Erfolge. Sie reüssierte in Handel, Wissenschaft und Kultur. Armenische Theater, Verlage und Zeitungen blühten innerhalb weniger Jahre auf. Der Wohlstand der Armenier stand in Kontrast zum zunehmend maroden Osmanischen Reich, dem kranken Mann am Bosporus. Armenier gründeten Parteien, forderten mehr Einfluss, auch mehr Schutz vor Gewalt. Bereits in den Jahren 1894 bis 1896 waren im Osmanischen Reich bei anti-armenischen Pogromen bis zu 300.000 Menschen ermordet worden. Christliche Minderheiten wurden zu Opfern im vom Zerfall bedrohten islamisch dominierten Vielvölkerstaat. Das Osmanische Reich verstand sich immer als ein islamisches Staatswesen. Und die Idee eines islamischen Staats beruht auf dem islamischen Konzept von Gerechtigkeit. Adalet, Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gründet sich nicht auf eine Idee der Gleichheit, sondern auf eine Vorstellung der Ungleichheit, wo nämlich jeder religiösen Gruppe ihr spezifischer Ort zugewiesen wird. Den Muslimen die Herrschaft, mit den damit verbundenen Privilegien, aber auch mit den damit verbundenen Bürden. Und den Nichtmuslimen ein Schutzstatus, aber zum Preis der Unterwerfung und zum Preis einer Sondersteuer. Und als nun im 19. Jahrhundert ganz neue politische Konzepte aufkamen und ganz neue Staatsordnungskonzepte, namentlich die Idee der Nation, war diese europäische, aus der europäischen Geisteswelt kommende Idee der Gleichheit und der gleichen politischen Rechte nicht kompatibel mit dem islamischen Konzept von Gerechtigkeit, das auf Ungleichheit basierte. Und hier nun ein neu erstarkender armenische Eliten zu sehen, die mit neuem Selbstbewusstsein aufgetreten sind, die auch als Armenier keine Möglichkeit gesehen haben, jetzt irgendwie ihre Zukunft und auch eine nationale Verwirklichung außerhalb des Osmanischen Reiches anzustreben, weil Armenien, das historische Armenien dazu, einfach nicht homogen genug besiedelt war. Sodass die osmanischen Armenier alles daran gesetzt haben, ihre nationale Verwirklichung innerhalb des Osmanischen Reiches zu suchen und dafür sich eingesetzt haben, die Speerspitze der osmanischen Modernisierung zu sein, gewissermaßen, ihre Hoffnung auf die osmanische Modernisierung und auf eine osmanische politische Reform zu setzen. Das hieß aber in letzter Konsequenz, sozusagen die 150-prozentigen Osmanen zu sein, die 150-prozentigen osmanischen Patrioten, die an der Spitze des osmanischen Modernisierungsprozesses stehen und alles in ihrer Kraft Stehende dazu beitragen. Ja, ich formuliere es jetzt ein bisschen überspitzt, aber dafür im Gegenzug natürlich dann auch ihren Anteil an dem Staat haben wollten, den sie als den ihren verstanden und eben nicht als eine Fremdherrschaft, sondern als ihren Staat. Und da sieht man, was eigentlich die jungtürkischen Machthaber wirklich als Gefährdung und als existenzielle Bedrohung angesehen haben. Das war nicht die Vorstellung, dass vielleicht irgendwelche armenisch besiedelten Ostprovinzen dann verloren gehen an Russland. Mein Gott, das Osmanische Reich hatte viele Provinzen in Europa verloren, die viel wichtiger waren, hatte viele Landesteile schon verloren, ohne dass das als existenzielle Bedrohung wahrgenommen wurde. Aber was die Armenier gefordert haben, war, das Osmanische Reich auf eine grundsätzlich neue Basis, ideologische Basis zu stellen, nämlich die Vorstellung einer pluralen osmanischen Nation, in der auch die Armenier ihren Platz haben würden und die sich gründet auf politischer Teilhabe und Gleichheit. Und das war eine Vorstellung, die auch die jungtürkischen Reformer bei all ihrem Einsatz für eine osmanische Verfassung für sie nicht tragbar war. Ihre Vorstellung von Osmanismus, osmanischer Nation, beinhaltete immer eine türkische Dominanz.
Nach dem Putsch 1913 zeigte das jungtürkische Triumvirat sein wahres Gesicht. Hatten sie bis dahin noch mit armenischen Reformern kooperiert, so planten die Jungtürken jetzt die Vernichtung der Armenier. Mit Hilfe der türkischen und kurdischen Bevölkerung. Und nun gibt es da eben auch wieder die verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, wenn man eine historische Aufarbeitung als eine Grundlage nehmen möchte, auch für einen gesellschaftlichen und für einen politischen Verständigungsprozess, der vielleicht dann irgendwann auch auf einen Versöhnungsprozess hinauslaufen soll, dann braucht man alle Perspektiven. Dann schaut man sich die Perspektive der Opfer an, man schaut sich aber auch die Perspektive der Täter an und versucht, deren Motivation und deren handlungsleitende Optionen zu verstehen. Auch wenn alle diese Prozesse schmerzhaft sind. Und dafür muss man sich diese vielen, vielen verschiedenen Perspektiven auch alle anschauen. Man muss sich anschauen, in welcher Situation haben eigentlich die muslimischen Einwanderer, die sogenannten Muhajirun, im Osmanischen Reich gelebt, die im Laufe des 19. Jahrhunderts aus dem Kaukasus vertrieben wurden, selbst von russischer Hand große Brutalität erlebt haben, im Osmanischen Reich oft ohne Lebensgrundlage angesiedelt wurden und quasi, um selbst zu überleben, darauf angewiesen waren, die benachbarten christlichen Dörfer zu plündern. Das muss man sich auch anschauen. Man muss sich die Situation der kurdischen Stämme anschauen, wo es Programme gab der osmanischen Regierung, um diese Stämme sesshaft zu machen und die dann eben angesiedelt wurden und ihnen freie Hand gegeben wurde, ihre Winterquartiere in der Nähe von den armenischen Dörfern aufzuschlagen und das zu neuen Spannungen und zu neuen Konflikten geführt hat. Das alles hat zu Spannungen geführt und erst an dieser Stelle kommt man zu einem Faktor Religion, der üblicherweise im Diskurs an ziemlich oberer Stelle steht und der Völkermord an den Armeniern als ein religiöser Konflikt dargestellt wird. Wenn man mehr ins Detail geht, dann sieht man, nein, die Religion war ein wichtiger Motivator, war ein wichtiges Element, um die Muslime zu motivieren, aufzuheizen vielleicht. Aber der Konflikt war nicht primär ein religiöser Konflikt. Im Grunde genommen ist diese jungtürkische Bewegung, wenn man die Urgründer mit ins Blick nimmt, sehr stark auch von einem völkischen Denken herkommt oder herkommen, und sodass also Religion für sie auch eine gute Instrument war für die bei der Durchsetzung ihres eigentlich nationalen Ziels. Hier wurde sozusagen Religion in einem Sinne instrumentalisiert, sodass mit fatalen Folgen. Die Armenier wurden vom Osmanischen Reich über Jahrhunderte vor allem als Religionsgemeinschaft definiert. Nicht-muslimische Glaubensnationen wie die armenische, die griechische oder die jüdische, die sogenannten Milets, unterstanden ihren jeweiligen religiösen Autoritäten. Die armenisch-apostolische Kirche ist seit dem Jahr 301 Staatskirche der Armenier. Einblick in die vielfältigen Verzweigungen christlich-armenischer Kultur gibt Haji Grafigaser. Das Territorium, auf dem die Armenier traditionellerweise lebten, war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Russischen, dem Osmanischen und dem Persischen Reich aufgeteilt. Auf der Karte sehen Sie vor allem das Osmanische Reich in der braunen Farbe, oben dann in der lilanen Farbe das Russische Reich und dann das Persische. Nach der Gründung des armenischen Patriarchats von Konstantinopel 1461 überwiegende Teile des historischen Armeniens sowie Kilikien und Jerusalem kamen dann auf dem Territorium des Osmanischen Reiches. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde auch das Ostarmenien ein Teil des russischen Territoriums. Auch Etschmiadzin gehört 1915 zu Russland, später zur Sowjetunion, seit 1991 zur Republik Armenien. Das religiöse Oberhaupt aller Armenier, der Katholikos, hat seit dem 15. Jahrhundert seinen Sitz in Etschmiadzin.
Heute reisen zu hohen kirchlichen Festen Armenier aus aller Welt hierher. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts suchten viele Flüchtlinge Schutz in Etschmiadzin. Eines der Hauptprobleme dieses Kirchenzentrums war, dass dieses Teil auf dem russischen Territorium lag und im Ersten Weltkrieg seit 1914 führte das Osmanische und das Russische Reich gegeneinander Krieg. Armenier waren in beiden Reichen Bewohner. Sie konnten nichts gewinnen, egal auf welche Seite sie waren. Das wurde ihnen Verhängnis. So haben wir im Laufe des Jahres 1914, also bevor die Deportationen im engeren Sinne passieren, schon mit Flüchtlingen zu tun, und zwar Kriegsflüchtlinge, die jetzt während des Ersten Weltkrieges in diese Ostfront, damit meine ich im Osten der Türkei, russisch-türkischer Front sozusagen, kämpften. Aus diesen Kämpfen gingen dann mehrere Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge flohen Richtung Etschmiadzin zum Kirchenzentrum und suchten dort Zuflucht. So wurde das Katholikosat und die mitarbeitenden Geistlichen eigentlich mit der Betreuung dieser Flüchtlinge befasst. Wenige Monate danach, im Laufe des Jahres 1915, kamen zu diesen Kriegsflüchtlingen zusätzlich die Flüchtlinge der Deportierten, sodass dieses Kirchenzentrum mit Flüchtlingen überfüllt war. Aber ab 1920 herrschte in diesem Gebiet ein ganz anderes Regime, nämlich das sowjetische. Und diese sowjetische war nicht nur kirchenfreundlich, sodass wir in den 20er und 30er Jahren hier eine ganz andere Stimmung und Politik haben, nämlich Vernichtung der kirchlichen Strukturen. Das heißt, was dorthin geflohen war, was überlebt hatte, was aufbewahrt wurde, wurde dann in den Jahren 1920 und 30 zugrunde gerichtet. Auf dem Territorium der heutigen Türkei existiert nur noch ein armenisches Patriarchat in Istanbul. Die traditionsreichen Kirchenzentren in Şiş und Ahtamar wurden 1915 für immer aufgelöst. Als Sultan Mehmet im 15. Jahrhundert in Konstantinopel einen armenischen Patriarchen einsetzte, galt die Stadt als Zentrum religiöser Toleranz. Heute lebt die christlich-armenische Tradition nur noch in der kleinen Istanbuler Gemeinde fort, obwohl auch das Ende dieses Zentrums 1916 schon besiegelt schien. Dieses Patriarchat wurde mit einem Beschluss am 28. Juli 1916 für geschlossen erklärt. Das Vermögen und die Schlüssel des Patriarchats sollte auch einem staatlichen bevollmächtigten Person ausgehändigt werden. Im August des Jahres 1916, am 3. August, kam eine weitere Anordnung, nicht nur die Schließung, sondern der Patriarch muss auch den Ort verlassen, Konstantinopel. Patriarch Saven soll Konstantinopel verlassen nach einem Gottesdienst, was er dann am 21. August 1916 gefeiert hat in der Patriarchatskirche, verließ er Istanbul in Richtung Bagdad. Er stammte nämlich aus Bagdad. Und auf dem Weg dorthin nach Bagdad wird er selber Augenzeuge der Deportierten. Und er sagt, wir waren Salz dieses Landes. Warum habt ihr das uns gemacht? Wir waren Salz dieses Landes und dieses Land hat seinen Geschmack verloren. Die Massaker und Pogrome seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden nicht nur von einheimischen Augenzeugen geschildert.
Auch viele Ausländer, wie der deutsche evangelische Theologe Johannes Lepsius, sahen mit eigenen Augen die Spuren der Gräueltaten. Lepsius nennt die Vorgänge beim Namen. Er gelangt schon 1896 in Orte wie Urfa und löst mit seiner Schilderung des Elends der Armenier in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Mit Spenden werden Waisenhäuser für armenische Kinder finanziert. Schlimmeres verhindern kann auch Lepsius nicht. Der evangelische Pfarrer Axel Meissner hat sich viele Jahre mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Lepsius-Archivs beschäftigt. Er schildert zunächst die Reise des Ehepaars Lepsius im Jahr 1896. Johannes und Maggie Lepsius kannten die Lage der 2 Millionen Bevölkerung in der Türkei und reagierten rasch. Unter Lebensgefahr, der Bericht ist überliefert, reitet Lepsius nach Urfa, wo die amerikanische Schuldirektorin Corinna Shattuck unter dem Schutz der amerikanischen Flagge vielen Armeniern geholfen hatte, zu überleben. Beim Brand der armenischen Kathedrale in Urfa am 28. und 29. Dezember 1895 waren etwa 4000 Armenier, Männer, Frauen, Kinder, Junge, Alte, dem von den türkischen Verfolgern gelegten Feuer, die haben da mit Petroleum getränkte Matten in diese Kirche geworfen und angezündet, war also diesen Peinigern zum Opfer gefallen. Und Corinna Shattuck bezeichnete das Geschehene schon 1896 als Holocaust von Urfa. Von seiner Reise zurückgekehrt, startete Lepsius, und man muss immer dazu sagen, immer unterstützt von seiner Frau Maggie, einen regelrechten europäischen Aufklärungsfeldzug, um die deutsche und internationale Öffentlichkeit aufzurütteln. Die jetzt hier gerade kreisende Dokumentation Armenien und Europa, eine Anklageschrift wider die christlichen Großmächte und ein Aufruf an das christliche Deutschland, so heißt dieses Buch im Untertitel, die im Sommer 1896 in Berlin erschien und ins Französische, Englische und partiell auch ins Russische übersetzt wurde, wirbelte viel Staub auf. Der englische Politiker und ehemalige Premier Sir William Gladstone bekundete Lepsius in einem persönlichen Schreiben Anerkennung für seine, wie er es wörtlich nannte, Zivilcourage im Deutschen Reich für die Armenier einzutreten. Die preußische Polizei allerdings observierte den widerständigen Pfarrer. Mehrfach bestellte man ihn ins Berliner Polizeipräsidium und in das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches ein. Er war ständig unter Beobachtung gewesen. Er hatte ja große Veranstaltungen organisiert in den größten Sälen, die es damals in Deutschland gab, die Urania in Berlin zum Beispiel. Und dort hat er auf diese Massaker aufmerksam gemacht, hat eine große Öffentlichkeit damit erreicht, mit diesen Vorträgen. Er galt übrigens im Deutschen Kaiserreich als einer der besten Rhetoriker, die Deutschland damals hatte. Und in den christlichen und anderen Kreisen hat es eine riesige, damals kaum erwartete Welle der Hilfsbereitschaft gezeitigt. Das Wohnhaus von Johannes Lepsius in Potsdam wurde zum Zentrum einer weltweiten Hilfsbewegung. Doch alle Bemühungen um die Hinterbliebenen der Massaker von 1895-96 werden mit dem Auftakt des Völkermords 1915 zunichte gemacht. Im Sommer 1915 reist Lepsius wie schon 1896 in die Krisengebiete, um sich vor Ort ein eigenes Bild von der Lage der von der Ausrottung bedrohten Minderheiten, allen voran der Armenier, aber wir vergessen bitte die anderen auch nicht zu machen. Seine Intervention im persönlichen Gespräch mit Enver Pascha am 10. August 1915 wurde durch Franz Werfel später Weltliteratur. Nach Deutschland zurückgekehrt, dokumentiert Lepsius, wir haben ihn mehrfach erwähnt, in seinem Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei abermals das Unvorstellbare und das Unsagbare. Verborgen vor der allgegenwärtigen deutschen Militärzensur versendet Lepsius, inzwischen auch von dem schweigenden Kuratorium seiner deutschen Orientmission getrennt,
die Broschüre in 20.000 Exemplaren an alle Pfarrämter und die Abgeordneten des Reichstages. Diese erreichten die Exemplare aber erst nach Beendigung des Krieges, wie wir heute wissen. Im Ersten Weltkrieg kämpften das Deutsche und das Osmanische Reich Seite an Seite, wie bei der erfolgreichen Verteidigung der Halbinsel Gallipoli. Das Militärbündnis hatte in Berlin höheren Stellenwert als Proteste gegen den Völkermord an den Armeniern. Die deutsche Reichsregierung war bestens über die Vorgänge im Osten des Osmanischen Reiches informiert. Diese Informationsströme klappten. Der damalige Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg schreibt an den Rand eines Telegrammes: Wichtig ist, dass man den türkischen Bundesgenossen bis Ende des Krieges an der Seite des Deutschen Reiches hält. Ganz egal, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Es gab auch seitens der deutschen Militärzensur ganz eindeutige Anweisungen, dass über die armenische Frage am besten bis zum Ende des Krieges, von dem man natürlich annahm, dass man ihn gewinnen würde, zu schweigen sei. Ein weiterer deutscher Augenzeuge der Deportationen und Massaker ist Armin T. Wegner. Der 29-jährige Reiseschriftsteller aus Elberfeld hatte sich 1915 als Sanitätssoldat für einen Einsatz im Osmanischen Reich gemeldet. Wegners Biografie und die armenische Tragödie sind Grundlage eines Romans von Thomas Hartwig. Der Autor und Regisseur wollte den Stoff ursprünglich in einem Spielfilm bearbeiten. Dann entstand daraus der 800-Seiten-Roman Die Armenierin. Sein Held Armin T. Wegner. Seine Intention war einfach Abenteuerlust. Orient hat ihn immer fasziniert. Und eben seine Tätigkeit als Sanitäter, aber eben auch die Möglichkeit, darüber zu schreiben. Also das heißt, wie ein Schriftsteller muss er etwas erleben, um etwas zu schreiben. Und so hat er das an sich aufgefasst. Also es war keineswegs geplant, ich fahre jetzt mal nach Armenien, das war ja gar nicht bekannt. Am 24. April 1915, wie wir gehört haben, beginnen die ersten Massenverhaftungen von Armeniern in Konstantinopel. Es ist nicht belegt, ob Wegner davon erfahren hat. Er wird auf die Halbinsel Gallipoli versetzt. Hier tobt der Krieg zwischen Engländern, Australiern und Franzosen auf der einen Seite und Türken auf der anderen, unterstützt von deutschen Militärs und deutschen Kanonen. Mitte Juni 1915 erkrankt Wegner schwer an Unterleibstyphus. Im deutschen Krankenhaus von Pera wird er behandelt und lernt Pastor Hans Bauernfeind kennen, der ihm von den ersten Austreibungen der Armenier berichtet. Nur wenig später erzählt ein Schweizer Kaufmann, dass man die Armenier wieder aus ihren Wohnstätten zu vertreiben beginnt. Wegner bricht auf und fährt mit der Eisenbahn nach Anatolien, um sich selbst ein Bild zu machen. Über seine Erlebnisse schreibt er, Zitat: Ich bin über die Trümmerstätten der verschiedensten Schauplätze dieses Krieges gegangen. Aber ich muss sagen, dass nichts einen so schauerlichen und grauenhaften Eindruck auf mich machte, wie diese Orte, in denen alles unberührt stand, die aber vollkommen von Menschen verlassen waren. Zitat Ende. Aufgrund seiner Uniform mit dem Emblem des Roten Kreuzes und des türkischen Roten Halbmonds hat er ungehindert Zutritt. Sein Heimaturlaub in Berlin benutzt Wegner, um einige Personen des öffentlichen Lebens auf das Schicksal der Armenier aufmerksam zu machen. Vergeblich. Als er im Herbst 1915 wieder in Konstantinopel ankommt, ist die Sanitätsmission inzwischen aufgelöst worden. Wegner heuert als Sanitäter bei der Militärmission unter dem Befehl des Feldmarschalls von der Golz Pascha an, der die 6. türkische Armee in Bagdad befehligt. Mitte November 1915 verlässt die Expedition Konstantinopel. Erst mit der Eisenbahn, dann mit Pferden und Kamelen durch die Wüste. Nach etwa 40 Tagen erreicht man Bagdad, kurz vor Weihnachten. Aus Ras el Ain an der syrischen Grenze schreibt Wegner am 26. November 1915, Zitat: Die Täler aller Berge, die Ufer aller Flüsse sind von diesen Lagern des Elends erfüllt. Über die Pässe des Taurus und Amanus zieht sich dieser gewaltige Strom eines vertriebenen Volkes, wohin
wohin? Dies ist ein Weg, von dem es keine Heimkehr gibt. In den folgenden Monaten erkrankt Wegener schwer an Malaria. Er glaubt zu sterben, aber er überlebt. Wegen heftiger Auseinandersetzung mit einem Sanitätsoffizier wird Wegener nach Konstantinopel zurückbeordert. Am 23. September 1916 verlässt er mit einer Karawane unter Leitung des jüdischen Stabsarztes Dr. Sandrock Bagdad. Ihnen zur Seite gestellt sind türkische Soldaten, um sie vor Beduinenangriffen zu schützen. Am 13. Oktober 1916 erreichen die Männer den Ort Maden am oberen Euphrat. Hier stoßen sie auf letzte Spuren von Armeniern. Wegener notiert im Tagebuch: Viele gebleichte Menschenknochen, namentlich Schädel, Kinderschädel, Schädel mit Frauenhaar, Becken, zierliche Elle, Brustrippen, zierlich gebogen wie eine Spange, Leichengeruch. Plötzlich treten mir vor den letzten Spuren eines untergegangenen Volkes und vor dem gewaltigen Elend dieser Menschheit Tränen in die Augen. Zurück in Deutschland will Wegener das Erlebte in einem Roman verarbeiten. Er schafft es bis zu seinem Tod 1978 nicht, diesen Plan umzusetzen. Was bleibt, sind die Fotografien, die er teils unter Einsatz seines Lebens in Ostanatolien aufnahm. Sie wurden gewissermaßen zu Ikonen des Völkermords an den Armeniern. Sie sind ein eindeutiger Beweis dafür erstens, dass der Genozid stattgefunden hat. Und da kann sich keiner dran vorbeischummeln, weder die Türken noch sonst wie. Und vor allen Dingen finde ich auch wichtig, auch mal die Rolle der Kurden, die werden ja heute in den Himmel gehoben, die waren auch beteiligt. Tscherkessen, Kurden, Türken, die waren beteiligt. Und das ist belegt und die Fotos, das sieht man, aha, da sind Menschen zu Tode gekommen, malträtiert worden und so weiter. Also insofern sind sie schon wichtig. Sie sind wichtig, um als Beweis dafür, es hat stattgefunden. Franz Werfel gelingt, woran Armin T. Wegener scheiterte. In seinem Roman Die 40 Tage des Musa Da setzt er 1933 dem Schicksal des armenischen Volks ein literarisches Denkmal. Jetzt. Auch in Theaterfassungen und Verfilmungen wird seitdem die Geschichte der 5000 Armenier erzählt, die sich 40 Tage auf dem Mosesberg verschanzen, ehe sie von Briten und Franzosen gerettet werden. Wird erschossen, soll einer wagen, den wir... Ich werde den Befehl geben. Von der Tragödie der Armenier erfuhr Franz Werfel auf einer Orientreise mit seiner Frau Alma. Zu Beginn des Jahres 1930 reist das Ehepaar zum zweiten Mal nach Palästina und besucht eine Teppichweberei in Damaskus. Wir gingen die Webstühle entlang und überall fielen uns ausgehungerte Kinder auf mit bleichen El Greco-Gesichtern und übergroßen dunklen Augen. Franz Werfel frug den Besitzer, was das für merkwürdige Kinder seien. Er antwortete: Ach, diese armen Geschöpfe, es sind Kinder, die Kinder der von den Türken erschlagenen Armenier. Wenn ich sie hier nicht beherberge, verhungern sie, schreibt Alma Mahler Werfel in ihren Erinnerungen. Der Mann erzählt weiter, dass in den Jahren 1915 bis 17 über 1 Million Menschen ein Massaker unvorstellbaren Ausmaßes zum Opfer gefallen seien. Dieses Erlebnis lässt Werfel nicht los. Im Verlauf der Reise versucht er mehr über das Schicksal der Armenier zu erfahren und Überlebende ausfindig zu machen. Wahrscheinlich in Beirut erfährt Werfel zum ersten Mal etwas über das Schicksal der etwa 5000 Armenier auf dem Musa Da. Noch während der Reise skizziert Werfel eine Romanidee. Die Sammlung politisch-diplomatischer Aktenstücke von Johannes Lepsius sind ebenfalls sehr hilfreich und vor allem aber die präzisen Aufzeichnungen des armenischen Pastors Dikran Andreasian, der aus nächster Nähe den Kampf der Armenier auf Musa Da erlebt hat. Im Juli 1932 beginnt Werfel mit der Niederschrift des Romans und ist bereits im März 1933 damit fertig. Eine sehr kurze Zeitspanne für ein so voluminöses Buch. Als die Nazis Ende Januar 1933 an die Macht gelangen, bekommt das noch nicht veröffentlichte Buch plötzlich eine symbolische Aktualität, wie Werfel an seine Eltern schreibt.
Vernichtung von Minoritäten durch den Nationalismus. Im zweiten Brief vom 26. Februar 1933 an den Pfarrer Utijan hofft Werfel, Zitat, dass der Roman zugunsten der armenischen Nation eine starke Weltwirkung haben werde. Die 40 Tage des Musadar erscheint im November 1933 in Wien, gleichzeitig in englischer und französischer Übersetzung. Das macht insofern Sinn, als die größten armenischen Diaspora-Gemeinden in Frankreich und in den USA leben. In Deutschland gelangt das Buch nur in wenige Hände. Monate später verbieten die Nazis den Roman. Eine der Schlüsselszenen des Romans ist das Gespräch zwischen Enver Pascha und Johannes Lepsius. Ich versuche hier den wichtigsten Teil wiederzugeben. Zitat aus dem Roman. Unter den Armeniern gibt es gewiss eine beängstigende Menge von Intelligenz. Sind Sie wirklich ein Freund dieser Art von Intelligenz, Herr Lepsius? Fragt Enver Pascha. Ich nicht. Wir Türken besitzen von dergleichen Intelligenz wenig. Dafür sind wir die alte heroische Rasse, die zur Errichtung und Beherrschung des großen Reiches berufen ist. Sie wollen ein neues Reich gründen, Exzellenz? Doch der Leichnam des armenischen Volkes wird unter seinen Grundmauern liegen. Kann das Segen bringen? Ließe sich nicht noch jetzt ein friedlicher Weg finden? Hier entblößt Enver Pascha zum ersten Mal die tiefere Wahrheit. Er lächelt nicht mehr zurückhaltend, seine Augen werden starr und kalt. Die Lippen weichen von einem großen, gefährlichen Gebiss. Zwischen den Menschen und dem Pestbazillus, sagt er, gibt es keinen Frieden. Zitat Ende aus dem Roman. Volker Hartmann schreibt dazu, eine vergleichbare Rechtfertigung des modernen Genozids aus der Sicht der Täter als das Gespräch zwischen Enver Pascha und Johannes Lepsius wird man in der Literatur bis 1933 kaum finden. In Berlin erschießt 1921 ein Armenier den früheren osmanischen Innenminister Talat. Talat lebt seit Kriegsende im deutschen Exil. In Konstantinopel wurde er wegen der Massaker an den Armeniern 1919 in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Im Prozess gegen Talats Mörder sagt auch Johannes Lepsius aus. Viele Deutsche erfahren jetzt vom Genozid. Der Armenier wird freigesprochen. Dieser Prozess, zu dem Lepsius 1921 als Sachverständiger hinzugezogen worden war, dieser hat eine ganz große Auswirkung in der Öffentlichkeit gehabt. Die Protokolle dieses Prozesses sind veröffentlicht worden und haben, weil ja der Angeklagte freigesprochen worden ist und indirekt der Ermordete für schuldig befunden wurde, an einem Tatbestand, den es damals ja so noch nicht gab, nämlich an dem Völkermord am armenischen Volk. Deshalb hat dieser Prozess weltweit Wellen geschlagen. Man hat verschiedentlich geschrieben, es gibt noch Richter in Berlin. Und es gibt verborgene Fäden bis 1948, die sind heute sehr gut erforscht, bis zu dieser Völkerrechtskonvention, die Raphael Lemkin damals der UN vorgelegt hat und die ja von der UN damals verabschiedet worden ist. In Armenien bezeichnet man die Tragödie der Jahre 1915 und 1916 als Aget, als Katastrophe. Weit über 20 Staaten weltweit werten die damaligen Geschehnisse mittlerweile als Völkermord. Als sich der Auftakt des Mordens im April 2015 zum 100. Mal jährt, nehmen auch die Präsidenten Frankreichs und Russlands an einer Gedenkzeremonie in Erivan teil. Wer jedoch in der Türkei von Völkermord spricht, muss noch immer mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Ich denke, es ist nicht überbewertet, die Türkei zu drängen, das damals Geschehene als Völkermord anzuerkennen, und zwar um deretwillen, die damals ums Leben gekommen sind. Es gibt bis heute keine Trauerkultur an den Städten, an denen damals diese furchtbaren Gräuel geschehen sind. Und ich denke, man ist es denen, die damals ums Leben gekommen ist, einfach schuldig, dass man sich zu dem Geschehenen bekennt. Wir müssen uns allen Mut machen, dass
die Türkei diesen Schritt unternimmt und dass die Türkei auch da nicht alleine gelassen wird. Wir müssen als Armenier, als Deutsche, als Türken sozusagen die folgenden Schritte auch miteinander gestalten. Es ist sozusagen eine Aufgabe für unsere europäische Gemeinschaft, für unsere Weltgemeinschaft. Gemeinsames, nicht Trennendes will ein ambitioniertes Projekt in Erinnerung rufen. Elke Hartmann gehört zu den Initiatoren einer Website, die jahrzehntelang Vergessenes und Verdrängtes wieder lebendig macht. Uns interessiert, wie haben die Armenier im Osmanischen Reich gelebt vor dem Völkermord? Und da schauen wir uns in erster Linie armenische Quellen an, die über dieses Leben berichten. Das können sein Memoiren, Briefe, Briefwechsel, Tagebücher, die die Zeit vor 1915, also einfach das armenische Alltagsleben vor dem Völkermord behandeln. Aber das sind auch die sogenannten Erinnerungsbücher und die heißen auf Armenisch Hushamadian und nach diesen Erinnerungsbüchern ist unser ganzes Projekt benannt. Die sind nämlich unsere Hauptquelle. Das sind Bücher, die von armenischen Überlebenden in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Völkermord kompiliert wurden, zusammengetragen wurden, wo die Überlebenden versucht haben, möglichst viele, alle Fragmente zusammenzutragen, die sie von ihrer verlorenen Heimat und verlorenen lokalen Kultur und Geschichte irgendwie noch zusammenkratzen konnten. Also die sind sehr unterschiedlich gestaltet, aber die haben einen unermesslichen Reichtum an Informationen zum Alltagsleben der Armenier und Nicht-Armenier in den anatolischen Provinzen vor dem Ersten Weltkrieg. Elke Hartmann findet, es ist Zeit für neue Ansätze. Aus dem Bedürfnis, aus diesem sehr politisierten Diskurs auszutreten und mal gegen diese politische Frontverhärtung den Versuch zu setzen, durch wissenschaftliche Aufarbeitung auf der Mikroebene überhaupt mal ein neues Gesprächsangebot zu machen und auch eine neue Art, mit dem eigenen Erbe umzugehen, das überhaupt mal anzunehmen. Ja, daraus ist diese Idee entstanden. Die offizielle Türkei zeigt sich weiter uneinsichtig. Demonstrativ war Präsident Erdogan am weltweiten Gedenktag der Armenier zu einer eigenen Gedenkfeier eingeladen. Anlass: der osmanische Sieg in der Schlacht von Gallipoli vor ebenfalls 100 Jahren. In Istanbul aber demonstrieren am selben Tag Hunderte für eine Anerkennung des Unrechts, das Türken den Armeniern zugefügt haben. Viele Türken haben erst in den letzten Jahren entdeckt, dass sie selbst armenische Wurzeln haben. Junge Wissenschaftler forschen in den Archiven nach armenischen Spuren. Teile der türkischen Zivilgesellschaft gehen weit offener und unbefangener mit dem Thema um als die Politik ihres Landes. Es gibt eben immer noch so etwas wie ein armenisches Leben und armenisches Erinnern und dementsprechend hört auch das Thema nicht auf. Und angesichts dessen, und vor allen Dingen auch angesichts dessen, dass in der Türkei, wo ja nun jahrzehntelang geschwiegen wurde, dass da aber trotzdem Erinnerung an armenisches Leben plötzlich wieder auftaucht in der Form von Erinnerung an längst vergessen geglaubte armenische Großmütter, die jetzt plötzlich von überall her auftauchen. Angesichts all dessen gibt es in der Türkei mit zunehmender Tendenz sehr engagierte Vertreter einer türkischen Zivilgesellschaft und vor allen Dingen auch kurdischen Zivilgesellschaft, die dieses armenische Thema auf den Plan bringen, weil es ein ganz wichtiger Baustein ist in der innertürkischen Auseinandersetzung um Demokratie. Leider ist in den breiten Massen, wenn man die Kommentare in den Zeitungen liest, im Internet und so weiter, kann man feststellen, dass die Stimme der türkischen Zivilgesellschaft noch sehr, sehr also leise Töne macht. Ich wäre sehr schön, wenn diese Töne die Stimmung bestimmen würden. Das ist aber im Augenblick nicht so weit. Und ich wünsche mir sehr, dass eines Tages diese Töne mehr zu hören sind. Der Genozid ist für viele Armenier auch nach 100 Jahren eine prägende Erfahrung. Kaum eine Familie, die keine Opfer zu beklagen hat. Solange nicht offen über das Geschehene gesprochen wird, werden sie weiter darunter leiden, die Nachkommen der Opfer und die der Täter.